Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Das mit meinem Onkel passiert, als ich etwa 9 Jahre alt war. Mein Onkel lebte in unserem Haus und wohnte in unserem leeren Gästezimmer oben im zweiten Stock. Er ist der Cousin meines Vaters, also stand er unserer Familie sehr nahe. Mein Onkel war ein Morgenmensch. Er stand immer gegen 4 Uhr morgens auf, trank Kaffee und machte morgens Besorgungen im Haus. Er sagte uns auch, dass er Geister sehen und fühlen könne, weil er ein drittes Auge habe. Um euch einen kleinen Hintergrund über unser Haus zu geben, war es das allererste Haus, das auf unserer Straße gebaut wurde. Wir konnten manchmal spüren, wie sich etwas in unserem Haus bewegte, besonders nachts. Aber wir haben nie wirklich darauf geachtet. Eines Morgens wachte mein Onkel zu seiner üblichen Zeit auf, gegen 4 Uhr morgens. Er verließ sein Zimmer, das sich direkt neben der Treppe befand, und sah meine ältere Schwester, die damals 17 Jahre alt war, mit einer Tasse Kaffee in der Hand die Treppe hinaufgehen. Das Seltsame war, er sagte, dass meine Schwester nach unten schaute und ihr Gesicht die ganze Zeit nicht zeigte. Er begrüßte sie mit »Guten Morgen, warum bist du so früh auf?« Er sagte, meine Schwester sei einfach weiter hochgelaufen, während sie nach unten schaute und ihn ignorierte. Mein Onkel fühlte sich unwohl, dass meine Schwester einfach an ihm vorbeiging. Er ignorierte es und dachte, meine Schwester sei wirklich schlecht gelaunt. Er dachte, dass sie wahrscheinlich lange aufgeblieben ist, um zu lernen oder so. Mein Onkel ging hinunter, um eine Tasse Kaffee zu trinken, als er sah, wie meine Mutter im Wohnzimmer ein paar Kleider bügelte. Mein Onkel war darüber verwirrt, warum meine Mutter um 4 Uhr morgens wach war und Kleider bügelte. Er versuchte, mit ihr zu reden und fragte dasselbe, was er meine Schwester fragte. »Warum bist du so früh auf?« Er bemerkte, dass meine Mutter dieselbe Kleidung trug, wie in der Nacht vor ihrem Schlafengehen. Also wusste er, dass sie es war. Zu seiner Überraschung ignorierte meine Mutter ihn. Meine Mutter ignorierte nie jemanden, weshalb er es seltsam fand. Meine Mutter schaute nur nach unten, als sie weiter bügelte. Genau dann wusste mein Onkel, dass etwas nicht stimmt. Er wusste, dass hier etwas falsch läuft. Er eilte zurück nach oben in sein Zimmer, schloss die Tür ab, schaltete das Licht aus und versuchte wieder einzuschlafen. Er versuchte es zu vergessen und wachte ein paar Stunden später wieder auf. Es war gegen 10 Uhr morgens, als er mit meiner Mutter und meiner Schwester darüber sprach, was passiert war. Sie sagten, dass sie die ganze Nacht geschlafen haben und sich nicht daran erinnern, um 4 Uhr morgens aufgestanden zu sein. Mein Onkel war so schockiert über das, was er gerade erlebt hat. Jemand hat meine Mutter und meine Schwester an diesem Morgen kopiert. Ich hatte damals solche Angst. Ich wurde so paranoid, dass ich vielleicht etwas Seltsames in unserem Haus fühlen oder sehen werde, aber ich versuchte nicht zu viel darüber nachzudenken. In der darauffolgenden Nacht wachte mein Onkel gegen 3 Uhr morgens auf. Er fühlte etwas am Ende seines Bettes und er sah eine Frau mit langen Haaren, die dort saß. Mein Onkel erstarrte eine Weile und er wusste nicht, was er tun sollte. Er zitterte, als er sagte, »Verschwinde!« Mein Onkel versteckte sich unter seiner Decke. Nach ein paar Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, blickte er an die gleiche Stelle, wo er die Frau sah. Und sie war weg. Mein Onkel schlief in dieser Nacht mit dem Licht. Nach dieser Erfahrung hat er glücklicherweise nie wieder so etwas erlebt.